herzlich willkommen Leute zum originalen Darkfighter. Und ja, was wir heute genau machen wollen, weiß ich selber noch nicht. Aber ich habe auf jeden Fall mal wieder Lust, ein Video zu machen. Und ja, was machen wir? Ich überlege mir kurz was und dann geht's schon los. Ja, ich würde sagen, wir bewerten heute nochmal Grundstücke, aber random. Also keiner weiß Bescheid. Das machen wir heute auf jeden Fall. Und wir sind jetzt schon mal bei Nathan King gelandet. Okay, das kann man hier nicht bewerten, das sind ja nur Truhen und ein bisschen Holz. Jetzt sind wir bei, was? Gina Josie gelandet. Ja, das sieht doch schon besser aus auf jeden Fall als Truhen. Sie hat hier so ein paar, also sie hat hier so ein kleines Haus. Sieht aber ganz schick eigentlich aus. Kann man auf jeden Fall nichts zu sagen. Unten ist nichts. Also kein Keller, leider. Aber ja, es geht eigentlich voll klar. Muss ich sagen. Also ich finde es ganz gemütlich. Es sieht gemütlich aus. Wie soll ich denn das... Sie hat ja eine Cobblestone-Form. Das ist eigentlich auch ganz schick. Und hier hat sie auch mit Farbe gearbeitet. Muss man auch mal alles sehen, ne? Das ist ja auch Arbeit. Ja, ich würde ihr einfach mal, also ich vergebe einfach Ränge als Belohnung für, Quatsch, Ränge, Ränder vergebe ich. Und ja, da würde ich sagen, schauen wir mal einfach, was für ein Rand. Ja, eine Cobblestone Slab würde schon eigentlich perfekt sein. Passt eigentlich hier, naja, gut, doch, geht schon. Passt schon so. Dann noch slash x. Ja, war das jetzt richtig? Ja. So. Und so. Okay, hier ist ihr Eingang. Lull. Wusste ich nicht. Dann schauen wir mal. Zack, zack. Zack, zack. So. Das sollte eigentlich in Ordnung sein. Ja, ist auch der Eingang ihres Platz. Kann man auf jeden Fall so lassen, vielleicht. Ja, doch, sie kann das ja selber wegbauen, wenn's stört. Gut, ich suche jetzt den nächsten und dann schauen wir mal. Oh, wir sind hier bei einem Shop. Dieser Shop ist von wem? Let's Dazi. Okay, ist schon auf jeden Fall ein längerer Spieler hier auf Königsmine. Ja, bisschen sehr leer. Also vorne sieht es halt mega cool aus, aber hinten ist halt wirklich ziemlich wenig. Unten ist jetzt auch, naja, also ein Keller ist da, aber noch nicht fertig. Es ist noch kein fertiges GS. Grundsätzlich wird hier mit Holz gearbeitet, also würde ich auch sagen, wir nehmen einen Holzrand als Belohnung. So. Ja, ich würde sagen, das passt auf jeden Fall zum Grundstück. Ja, kann man auf jeden Fall so lassen. Finde ich gut. Weiter geht's. So, wir finden hier auf jeden Fall nicht nur leere Grundstücke. Das finde ich schon mal gut. Dies ist das Plot von... was? Military Disc. Gut. Okay. Hat auch einen Keller auf jeden Fall. Hier Planschbecken oder sowas. Okay. Gut. Ja. Kann man mal machen. Ja, es ist eine ganz gemütliche Siedlung, kann man sagen. Es ist natürlich auch noch nicht fertig, aber es passt eigentlich ganz gut. Ja, es passt eigentlich. Kann man auf jeden Fall nicht meckern. Wird sicherlich noch einiges gemacht. Ich denke mal, da ist auch ein guter Rand möglich, machbar. Kann man auf jeden Fall machen. Ja, das ist der falsche. Es ist auch nicht der richtige Rand. Mann, was ist denn das für ein Holz hier? Ich muss mal kurz gucken. Fichtenholz. Ja, ich denke, jetzt haben wir es auf jeden Fall. Wenn sich meine Augen jetzt gerade nicht täuschen, aber doch, das sieht schon so aus. Ja gut, ich denke, wir haben es. Okay, dann mache ich hier noch kurzer... Ich habe hier irgendwie heute Sprachfehler. Nee, also, ja, das sollte eigentlich der Rand sein. Machen wir nochmal slash x.
Und dann ist auch fast schon gut. Nur noch ein bisschen was hinsetzen. Dann ist okay. Ja, das passt eigentlich schon fast. Nur noch das Holz ändern. Boah, das sieht eigentlich ganz gut aus. Okay, also wir schauen mir noch zwei an. Und dann ist auch wieder gut. Dann, ja. Oh, sind wir hier gelandet? Ach, bei Hiro. Bei Hiro sind wir gelandet. Okay, das Grundstück habe ich schon gestern etwas ansehen dürfen. Okay, das ist. Ah, aber gut, ich habe Add-R gemacht. Wir schauen einfach mal. So, von außen ist das Haus natürlich ziemlich krank. Warum ist hier ein Loch? Ist da eine Leiter oder sowas? Ja, okay, gut, dann passt das ja. Ja, also von außen sieht es halt mega aus. Mir fehlt halt nur hier drumherum noch ein bisschen. Es gibt noch ziemlich viel Grünfläche. Aber ich denke mal, hier wird dann sich schon was einfallen lassen. Wie zum Beispiel hier eine Höhle oder so. Auf jeden Fall, er hat auch einen YouTube-Kanal, wo er auch zeigt, wie er das hier gebaut hat, alles. Und ja, wo er so Vorstellungen macht. Er spielt nämlich gerade als normaler Spieler, ist eigentlich Admin. Ich werde seinen Kanal mal in der Videobeschreibung auf jeden Fall verlinken. Gut, schauen wir uns das Ganze mal an. Und ja, gucken wir mal. Ich habe es ja wie gesagt schon gesehen. Ich kann jetzt nicht nur überrascht werden, aber vielleicht hat sich ja noch ein bisschen was geändert. Also das hier ist der Eingang, also von seinem Keller. Und oben sieht es halt aus wie so ein Holzhaus. Und hier unten ist das einfach so mega krass, finde ich. Das ist schon wirklich, oh, mega. Ich weiß auch gerade nicht, woran er gerade arbeitet. Ich habe ihn ja vorhin gesehen, irgendwo war. Aber, oh mein Gott. Hier geht es ja noch weiter. Also, es ist immer noch nicht fertig, hat er gesagt gestern. Da muss noch einiges kommen. Aber ich finde das jetzt schon. Die Vorstellung allein, dass das dann alles so aussieht, wahrscheinlich. Mega einfach. Das ist echt viel Arbeit. Und wie gesagt, er spielt hier als normaler Spieler seit, keine Ahnung, 2 Wochen oder 3 Wochen. Ich weiß es nicht ganz genau. Aber ich finde das schon mega gut, was er hier gebaut hat. Und ich weiß gar nicht, welcher Rand dazu passen würde so richtig. Es ist halt oben Holz und unten ist es, ja, so modern und so. Keine Ahnung, was soll ich denn sagen? So, ach, keine Ahnung. Also, ich bin sprachlos einfach. Ich kann dazu eigentlich nichts sagen. Ich weiß auch gar nicht, was für einen Rand er hier am liebsten haben möchte. Also, Hiro, wenn du das Video siehst, ich gebe dir jetzt irgendeinen Rand. Ah, ich gebe ihm das hier. Das passt, denke ich mal, wieder mal nicht. Ja, moin. Gut, das passt auf jeden Fall besser. Natürlich slash X, man kennt ihn. Hier eins. Ja, Hiro, ich hoffe, dir gefällt der neue Rand. Ich mache nochmal hier. Ja, Hiro, ich hoffe, das passt zu deinem Grundstück. Also ich finde, es passt schon. Es sieht eigentlich ganz gut aus. Aber falls du dir einen anderen Rand wünschst, kann ich das natürlich machen. Weil ich finde, dein Grundstück verdient auf jeden Fall so gesehen auf jeden Fall noch ein bisschen mehr als nur einen Holzrand, weil das halt so krass ist. Aber gut, auf jeden Fall mal ein cooles GS gesehen und ich freue mich schon darauf, wenn es fertig ist, wie das dann aussieht. Und wir sind jetzt noch bei Rexo Revilox. Rexox, Revil, ach, meine Güte. Leute, lasst euch mal einen coolen Namen einfallen, wie Darkfighter oder so. Das ist doch ein cooler Name. Und nicht immer so komplizierte Mensch, die kann man doch gar nicht aussprechen. Aber gut, ich sag einfach mal Rex. Rex ist jetzt. Und hier auch schon wieder. Guck mal den neuen Spieler an. Konoha Suetsugi. Ah ja. Also, wie kommt man auf solche Namen? Ich verstehe das immer nicht. Ich weiß es nicht. So, also hier sehe ich schon, dass hier ziemlich. Ah, er ist sogar da. Ja, was macht er denn? Er farmt halt einfach hier Kohle. Aber er hat auf jeden Fall einen Keller.
Und da würde ich sagen, und ein Bett. Zwei Betten. Eieiei, blau und pink. Huh, ganz schön versteckt. Und unter Wasser auch noch. Also hier. Ja. Ich hoffe, also ich weiß nicht. Also Rex scheint entweder vergeben zu sein oder vielleicht sucht er noch die richtige auf dem Server. Man weiß es nicht. Aber er hat hier auf jeden Fall sich schon mal vorbereitet. Kann man sagen. Okay, das ist doch ganz lustig. Ja, aber Rex baut hier auf jeden Fall schön. Also, ja, wieder mal ein Hardcore-Leck. Können wir auch nichts hören, wenn hier so viele Spieler online sind. 12.695 Spieler insgesamt waren schon auf dem Server. Ja, ja, das ist ein bisschen anders. Also ein bisschen übertrieben, aber Leute, feiere ich mega. Mega krass von euch. Rex baut auf jeden Fall hier noch für seine zukünftige ein bisschen. Ich würde sagen, und er farmt auch Geld für seine zukünftige, damit er muss seiner Frau natürlich auch was bieten. Ist ja klar. Ja, Rex, dann wünsche ich dir viel Erfolg damit und ich würde sagen, wir geben dir auch auf jeden Fall einen Rand, weil das GS ist mir einfach irgendwo sympathisch. Wie soll ich es noch sagen? Ich finde es irgendwie lustig und keine Ahnung, ich find's cool. Ja, ich weiß nicht, ob das passt, aber es sieht eigentlich schon passend aus irgendwo, finde ich jetzt. Also ich finde es passt. Chibam. Zack. Zack. Und hier am Boden natürlich auch noch mal schön zukleistern und ich finde, das passt. Also, ne, kann man auf jeden Fall nichts zu sagen, nichts gegen sagen. Ist ein schönes GS, er hat hier auch einen Shop. Ist natürlich noch nicht fertig, aber ja, er gestaltet es halt sehr schön. Kann man überhaupt gar nichts zu sagen. Er verwendet Blumen, alles. Vielleicht ist es auch eine Sie, Rex, aber ich weiß nicht, Rex, ne. Ja, gut. Leute, ich würde sagen, das war's dann auch wieder mit dem Video. Ja. Wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr natürlich auf jeden Fall kommentieren. Und in meiner Beschreibung steht dann auch noch mehr. Wie gesagt, Heroes-Kanal, unser Discord, die Server-IP, alles in der Beschreibung. Ja, und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Ciao.